So Leute, da sind wir wieder hier zu Dying Light, The Following. In der letzten Folge haben wir die Anfangsquest gemacht. Wir haben so ein bisschen die Gegend kennengelernt, sind hier auf diesen vermeintlichen Bauernhof gelandet, wo keiner mit uns sprechen möchte. Und jetzt haben wir natürlich auch schon unseren Buggy freigeschaltet und unsere aktuelle Mission lautet, fahren Sie zur Pumpstation. Denn diese gute Dame, ja, dessen Vater ja die Leute hier vergrault, möchte, dass wir die Grundwasserversorgung wiederherstellen. Und das sollen wir machen, indem wir halt zu den Pumpstationen fahren. Dort erfahren wir Weiteres. Und deswegen sind wir jetzt auf dem Weg dorthin. Ich bin gespannt, was weiterhin passieren wird. Gehen wir einfach mal eine Runde Gas hier. Die Karre ist noch ziemlich langsam. Wir wissen ja, wir können die Karre pimpen. Nur, wir müssen Materialien dafür finden, wie halt im Hauptspiel auch. Es gibt jetzt extra Materialien für das Fahrzeug. Und die müssen wir natürlich... Warte mal, was ist denn das? Warum wird da so ein weißer Punkt angezeigt? Hier steigen wir mal kurz aus. Ein kleiner Zwischenstopp. Auf jeden Fall habe ich ja so ein neues Beil gefunden und ich habe gleich den Feuerspeier-Mod mit drauf geprügelt. Ja. Fackeln tut die Olle jetzt nicht. Alter, gehst du drauf? Geht doch. Mein letzter Tritt in die Fresse. Um die Sache hier gepflegt zu beenden. Alter, Mädel. Oh. Die halten hier auf jeden Fall viel mehr aus. Ich habe jetzt überlegt, ob ich neu anfangen soll zum Spielen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee. Es könnte ein bisschen Hardcore sein, wenn du hier mit Level 1 rumgimmst. Ja, und ich glaube, es war doch eine gute Entscheidung. Okay, ich glaube, jetzt sind wir erstmal ein bisschen... Ich hoffe, dass jetzt hier keiner kommt. Denn ich möchte die Tür hier in Ruhe knacken. Oh, sehr schwer. Das könnte gefährlich werden. Hier unten. Oh. Alter. Glück gehabt. Was haben wir hier? Spritzlackierte MP. Das ist was Neues. Das ist was Neues. Die hat man noch nicht. Das ist auf alle Fälle was Neues. Würde ich sagen, rüsten wir gleich mal aus hier. Da hauen wir mal das räudige Ding weg. Geil. Die gab es noch nicht. Ganz lustig aus, ja. Müsst ihr gleich mal testen hier. Naja, Headshots sind was anderes. Aber egal. Oh, 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 schnell wieder einsteigen hier. Weiter geht's. Immer noch auf dem Weg zur Pumpstation. Alter, da kommt schon wieder so ein scheiß Runner angerannt hier. Für den müssen wir uns auf jeden Fall in Acht nehmen. Auf dem schweren Modus oder Albtraum sind die wirklich ein Albtraum. Also, Gott sei Dank haben wir den Modus nicht genommen. Ja, das ist wirklich eine Herausforderung. Weg da! Man soll nicht auf der Straße stehen bleiben, Mann. Zieh dich hier, du Pisser. Hochsitz gesichtet. Ah, hier drin. Okay, aber ich würde sagen, wir fahren erstmal zur Pumpstation. Das nebensächliche Zeug können wir später auch noch machen, dass wir ein bisschen in der Story vorankommen. Denn ich will mehr erfahren. Ich will wissen, worum es hier geht in diesem Spiel. Ich will wissen... Von der Seite. Komm von der Seite. Ja, Mann, will ich doch. Oh, fuck, Alter. Ey, warum verfolgen die uns so krass? Ist ja brutal hier. Geh drauf, Junge. Alter. Ja, die halten aber auch sau viel aus. So, Mann. Gleich mal wieder plündern hier ein bisschen, um ein bisschen Kohle zu kriegen. Wir könnten natürlich auch Sachen verkaufen, aber ich habe leider noch keinen Händler gefunden. Dementsprechend fällt es uns bisher schwer, hier irgendwie an Kohle ranzukommen. Aber wir müssten sogar noch ein bisschen Kohle haben. Geh rum zur Seite und steig die Leiter hoch. Welche Seite? Und wo ist die Leiter? Gehst du da rein? Da rein. Da rein, Mensch. Geht doch. Alter. Okay, das hat ja nicht so gut funktioniert. Alter. Wo kommen die... Alter, wie viel das auf einmal schon wieder sind. Junge! Schon sagen, da kann er hier nicht hoch. Warte mal, warte mal. Ich glaube, das ist ein Fall für den Basie hier. Oh, scheiße, wir haben den Basie nicht mehr. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch hier so einen gepflegten 360-Grad-Sprung. Oh, Mann, Alter. Junge. Geh doch.
Schädel ab. Alter, das ist ja echt brutal, wie viele hier kommen. Okay, nein. Ich verzieh mich lieber. Ist hier doch ein bisschen zu gefährlich, würde ich sagen. Alter, das ist ja richtig krass hier, was hier abgeht. Ja, Mann. Das ist ja brutal, Alter. Hey, wo ist die verfluchte Leiter hin? Oder ich gehe mal von hier rein. Machen wir es so. Sprechen Sie mit dem Banditenanführer. Da oben hockt der Typ. Ich muss schnell gleich mal schauen, ob wir hier irgendwo wieder was Interessantes finden können. Denn wir wissen ja, dass in der ganzen Welt verstreut Blaupausen liegen, ja. Und die sind hier wirklich sehr wichtig in diesem Spiel. Vor allen Dingen will ich diese Blaupausen haben. Ich will alles finden, ich will alles durchsuchen. Und deswegen immer schön die Glubschkugeln offen halten. Komm zu mir, mein Freund. Jeder neue Kunde ist ein Segen. Kunde? Warum Kunde, Alter? Kannst vergessen, dass ich dein Kunde bin. Ich werde dich gleich mal gepflegt abstechen. Oh Junge, dann fang mal an zu reden. Du verkaufst hier draußen tatsächlich was? Kristallklares Wasser. Garantiert ohne Dünnschiss danach. Schmeckt, als würde ein Engel auf deiner Zunge tanzen. Die Gallone für nur 10 Pfund Lebensmittel. Wir nehmen auch Gold. 10 Pfund Lebensmittel für Wasser? Als nächstes verkauft ihr dann Luft oder was? Oh, da nörgelt wohl jemand gerne. Sieh mal nach da unten, du Freak. Das ist Roscoe. Nörgler landen bei ihm. Willst du also weiter nörgeln? Wie wär's mit einem Handel? Deine Karre gegen etwas Wasser. Ach, fick dich, du Arsch. Dann soll es so sein. Jungs, mach den fertig. Hier sollte eine Herausforderung sein. Na, komm her. Und rein mit dir. So, Junge, zeig mal, was du kannst. Gut, er kümmert sich nicht um den Jungen. Das ist ein Fall für die MP, glaube ich. Wo sind sie? Wo sind sie? Alter. Ich verhält natürlich. Wie er stöhnt, der Junge. Ist ja wirklich plausibel hier. Ah, da wird jemand gefangen gehalten. Ich weiß nicht, wollen wir den töten? Ich glaube, wir töten den Typen. Mann, Junge. Hallo, Boyfriend. Komm, einer geht noch. Wow. Nochmal? Du siehst ganz schön böse aus, Junge. Aber ich glaube, gleich habe ich dich. Und da ist er tot. Auch wenn wir irgendwie keine EP so richtig erhalten. Unser Legendenrang steigt zwar, aber ich weiß nicht. So wirklich was kriegen tun wir hier nicht. Ist hier vielleicht irgendwo eine Blaupause versteckt? Hier ist schon was. Hochwertiges Opferungskotschwert. Nehmen wir mit. Solange wir tragen können, notfalls können wir das immer noch zerlegen, das Zeug. Schnell wieder hier hoch. Alter. Alles klar, wir müssen unseren Enterhaken nehmen. Gut. Jetzt, Alter. Haben wir hier was drinne? Mal gucken, dass ich mich so ein bisschen ranschleichen kann hier. Fuck. Komm. Jetzt schmeißt er auch noch nach mir. Bist du blöd. Alter, Junge. Was machst du hier? Oh, ich will nicht schon wieder drauf gehen. Ich habe kein Medikit mehr. Ich muss mich ganz kurz verziehen, hier um Medikits herzustellen. Ja, ansonsten haben wir hier gleich ausgesorgt. Das kann ich nicht zulassen. Inventar. Warte mal, wir müssen zu Entwürfe. Stellen wir uns gleich mal hier ein paar Ladungen her. Also wenn wir Legendenrang haben, müssen wir auf jeden Fall mehr Leben leveln. Das wäre so mein Vorschlag. Damit wir einfach viel mehr aushalten. Medikit. 10 Stück leider nur. Vielleicht habe ich noch welche auf Lager. Ich habe ja so viel gehabt eigentlich. Kann sein, dass ich noch einige auf Lager habe. Hoffen wir es mal. Oh, ein paar Dinger hier. Alter, ich glaube, wenn wir das Game auf schwer zocken würden, das wäre echt hardcore. Weil hier im Umland ist so viel los, ja. So viele Gegner. Das ist echt brutal.
Schade ist auch, dass ich keine Schrotmuni habe. Das wäre natürlich auch wunderbar. Ein paar Schrots. Aber vielleicht gibt es ja auch noch eine... Ich glaube, es gibt sogar eine neue Pumpgun. Es gibt sogar neue Waffen halt. Neue Schusswaffen. Deutlich neue Schusswaffen. Und deswegen gucken wir mal. Warte mal, ich nehme mal das Polizeigewehr wieder. Da habe ich wenigstens Munition für. Und die Totenkopfmachete, die hauen wir auch mal weg. So, jetzt gibt's aufs Fressbrett hier. So, Junge. Wo bist du, du Pisser? Jetzt bist du nicht mehr da, oder was? Und ballert jemand da hinten um die Ecke? Zuerst... Oh, ne, er kommt. Da ist er! Haha. Du blöder Depp. Wo steht er? Da oben. Alter. Was ist denn das? Stirb, verdammt. Ey, was hauen denn die für... Was hauen denn die für Schaden rein, Junge? Das ist ja unglaublich. Na, da haben wir schon was. Ah, warte mal, hier liegt noch was. Kurz mal hier ein bisschen scannen. Ich glaube, hier gibt es noch ein paar Sachen zu finden. Gehen wir erstmal hier rein. Alter, ich verletze mich aber auch an allem. Ich verletze mich wirklich an allem. Ja, und was ihr so seht rechts bei den Quests, ja, das sind so die Bounties, die sogenannten Bounties sind es. Da kann man einen ganzen Schwall kann man auswählen und in der ganzen Welt verteilt halt sind halt so Sachen, die man erledigen muss und da kriegt man dann EP für diesen Legendenrang. Also wirklich eine richtig gute Sache. So bleibt auf jeden Fall noch ein Wiederspielwert erhalten, was bei Dying Light sowieso keine Frage ist. Aber das macht die ganze Sache noch ein bisschen peppiger, ja. Also wirklich, allein schon das System ist eigentlich schon so ein bisschen Geld wert, ja. Also für 20 Euro The Following kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Und ich wünschte mir, ich hätte mir damals das Spiel nicht bei der ersten Variante gekauft, weil ich hätte so gern die Enhanced Edition. Natürlich sind alle Versionen jetzt auf die Enhanced Edition befördert worden, ja. Aber ich hätte gern einfach die Verpackung und so weiter. Ich hätte es gern komplett in dieser Enhanced Edition auf CD. Da habe ich leider nur die normale Version. Es ist immer ärgerlich, dass die Leute, die dann sich das früher kaufen, eigentlich im Nachhinein bestraft werden, ja, weil die müssten sich das Spiel jetzt doppelt kaufen und das machen natürlich die wenigsten. So, jetzt aber. Motorteil, können wir demnächst vielleicht auch mal unsere Karre ein bisschen ausrüsten. Da haben wir es schon. Ach, wunderbar. Passt. So, hier haben wir wieder ein paar Sterne mit bei. Die brauchen wir aber nicht. Und dann sind wir hier, glaube ich, schon wieder durch, ne? Ja, warte mal, hier liegt doch noch so viel rum. Ich übersehe aber auch die Hälfte. Hier oben kommt man wieder gut hin. Klebeband. Und dann muss da draußen noch was liegen. Noch reichlich, Alter. Ah. Ach so, das ist bloß eine Wurfaxt. Nichts Besonderes also. Das Auto ist Inventar. Ey, mein ganzes Inventar ist voll hier. Metallteile sind auch immer sehr gut. Okay, dann sind wir hier erstmal durch. Kann man hier rein? Nee. Dann gehen wir mal in die gute Stube rein und gucken, wer da so blöde rumschreit. Nur ganz kurz noch hier zum Checken. Weil ich bin mir mal nicht sicher, ob hier tatsächlich irgendwo noch Blaupausen rumliegen. Man muss wirklich ganz genau schauen hier. Komme ich hier rein? Nein. Hier ist wieder zu. Die ist garantiert auch zu. Also gut. Dann gehen wir mal hier rein. Den offiziellen Weg. Ah. Money und ein elektronisches Bauteil. Auch sehr wichtig, wenn man hochwertige Mods drauf machen will. Oh, schön. Die abgenommenen Börsen von den ganzen Touristen hier. Hm. Hm. Kannst du wahrscheinlich dann am Auto ein bisschen rumschrauben. Chemikalien. Und hier kommen wir wahrscheinlich wieder nicht rein. Müssen wir oben rein. Krieg ich die auf? Oh, die krieg ich auf. Wunderbar. Oh, oh. Und reichlich Muni. So muss das sein. Da lacht das Herz. Nochmal nachladen das Geschoss hier.
So. Hier gehen wir gleich rein. Wasser. Schnell hier nochmal schauen, ob hier oben was drauf liegt. Denn ihr wisst ja... Oh, warte, ich bin auf den Turm. Also ich als Entwickler würde auf den Turm was raufhauen. Man kann auch hochklettern, sehe ich gerade. Da gucken wir auf jeden Fall gleich noch hoch. Erstmal machen wir hier die Story weiter. Ich glaube schon, dass da oben was ist. Also ich würde so machen. Ich würde da oben was verstecken. Da drinnen wahrscheinlich. Muss ich hier nochmal ganz genau schauen. Wahrscheinlich kommt eh gleich so ein fetter Gegner um die Ecke gesprungen. Boah, Alter. Alter, jetzt habe ich mich gerade echt ein bisschen erschreckt. Was hält denn der Junge aus? Ey, ich habe mich echt erschreckt gerade. Hübsches Messer. Warte mal. Was haben wir denn hier unten noch? Das ist blöd, Mann. Ich habe so viel Zeug. Warte mal, vielleicht können wir mit denen handeln jetzt irgendwie. Dass wir ein paar Sachen verkaufen. Denn ich will was verkaufen. Ich brauche mehr Zeug. Dahinter muss irgendwas sein, aber ich komme da nicht hin. Hier geht's auch nochmal hoch. Okay, was hast du denn zu sagen, Kumpel? Ja, sie schickt mich. Oder besser gesagt, Eski. Bist du einer der drei, die sich verirrt haben? Der Einzige, der übrig ist. Ich bin Ali. Die anderen wurden dieser Bestie vorgeworfen. Hör zu, Ali. Das Ding muss zumindest im Ansatz noch funktionieren. Sonst hätten die Banditen kein Wasser. Die Banditen haben Wasser. Aber auf der Farm gibt's keins. Vielleicht können wir es umleiten. Helfen Sie Ali. Das machen wir gleich. Aber ich möchte ja, wie gesagt, erstmal mich hier umschauen, bevor es weitergeht. Was können wir denn weghauen? Baseballschläger. Ich weiß auch nicht, die Basis werfe ich ungern weg, denn ich weiß, wie selten sie sein können. Ja gut, dann können wir das Messer jetzt halt nicht aufnehmen. Vielleicht können wir später noch machen. Gucken wir mal hier oben hoch, was hier geht. Warum die Leiter, wenn man auch klettern kann, ne? Wenn wir es richtig gemacht haben, sollte ein... Halten? Fahrzeug zurückholen? Hä? Ach, wahrscheinlich, wenn wir es irgendwo stehen lassen haben oder so vielleicht, oder? Machen wir mal. Achso, jetzt steht's wahrscheinlich vor der Tür. Sie müssen es geschlossen haben. Diese Apparaturen sind steinalt. Wenn die Rohre bersten, sind wir am Arsch. Ich öffne das Ventil. Wo ist es? Woher soll ich das wissen? Unter Wasser. Ich weiß nur, dass es nicht hier ist. Folge der Pipeline und beeil dich bloß. Geh. Okay. Ich suche hier weiter. Geh. Garantiert hier unten. Wo sonst? Folge der Pipeline, also hier durch. Cool, ist wirklich cool, gefällt mir. Hier gibt es natürlich wieder was. Renntrophäe. Ja, und da sind wir wieder mit dem Thema Augen offen halten. Oh Scheiße, ich glaube, ich ersauf gleich hier mal nicht. Gucken wir gleich nochmal nach. Ich brauch Luft, Alter. Ich brauche Luft. Was ist hier? Warum komme ich hier nicht raus? Scheiße. Oh, fuck. Ich schwimme erstmal nochmal schnell zurück, denn wir brauchen unbedingt Luft. Junge! Er hängt! Er hängt! Komm. Ach so, wir müssen an der Pipeline entlangfahren. So rum. Ich muss aber trotzdem schnell nochmal schauen, denn da hinten, da war noch so eine kleine Ecke. Da könnte noch was sein. Hier links. Ah ne, hier ist nichts. Und hier ist auch nichts. Okay, passt. Gut, dann gehen wir raus, steigen in unser Gefährt ein und machen uns auf den Weg zum Hauptventil. Cooles Ding hier. Wieder so ein kleines Versteck gefunden, wo man was finden kann. Und wieder haben wir gelernt, die Augen offen zu halten. So, Kumpel, ich bin später zurück. Muss ich wieder oben raus. Warte mal. Ah ne, hier gibt's nichts Neues. Ich hab bloß geschaut. Also das sind die ganzen Bounties hier, die man alle machen kann.
Also wirklich zahlreich. Aber warte, warte, warte. Jetzt, bevor wir hier was vergessen. Ich möchte hier jetzt noch hoch. Ich glaube, hier gibt's was. Ich glaube, hier gibt's was. Scheiße. Wie komme ich jetzt hier rüber? Ich muss doch irgendwie hochgehen. Da war doch was zum Klettern. Da war doch was zum Klettern. Warte mal, wir schauen nochmal. Da ist doch was zum Klettern da oben. Guck mal, da kann man sich festhalten. Muss ich einfach mal den Enterhaken nehmen. Alter, natürlich geht es wieder nicht. Dass der sich manchmal nicht festhalten kann. Was macht... Oh, das ist zeitbedingt. Scheiße. Das ist zeitbedingt. Also gut, dann müssen wir uns darum jetzt kümmern. Vielleicht kommen wir später nochmal her. Komme ich jetzt am schnellsten raus? Hier. Scheiße. Gib Gas, Junge. Steig doch ein, verdammt. Schön wieder hier alles umheizen. So, okay. Alter Schwede, die Pipeline folgen. Die ist unterbrochen. Naja, sollte ja nicht allzu schwer sein. Hier, da ist wieder der gute Kollege, der immer noch auf der Straße steht. Alter, das Ding geht ja kaputt hier. Das implodiert, Alter. Zu viel Druck. Zu viel Druck drauf. Natürlich, der einzige Baum in der Prärie und ich bleib wieder hängen. Das war so klar. Nein, wo will ich... Nein, 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 das will ich doch gar nicht. Oh, nicht die Viecher. Was mache ich hier? Bin ich blöd. Total scheiße gefahren, Alter. Oh Mann. Es wird jetzt auch noch dunkel. Verfluchter Scheiß. Ach stimmt, da ist ja eine Zeitangabe, die habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ob wir das schaffen. Oh, da hinten? Ne, da hinten müssen wir nicht hin. Wir müssen immer noch der Pipeline folgen. Aber ob wir das noch rechtzeitig schaffen, ich weiß nicht. Die Karre kommt auch nicht aus dem Arsch hier. Oh Mann, wie weit ist denn das noch weg, bitte? Mal wieder auf der Straße rauf, da sind wir, glaube ich, ein bisschen schneller unterwegs. Kann ich hier auch Licht anmachen? Ja, es geht. Gott sei Dank. Junge, gib doch Gas! Ali, ich bin bei einer Art Pumpstation. Die Pipeline endet hier. Such nach dem Hauptventil, Herrgott. Dieser scheiß Alarm hört nicht auf. Junge, steig aus. Scheiße, ich muss hier rein. Scheiße. Mach auf das Ding hier. Wo ist das Teil? Oh, hier unten oder was? Scheiße. Alter, wir verkacken's. Nein! Das ist nicht euer Ernst, Leute. Das ist wirklich nicht euer Ernst, oder? Das gibt es doch nicht. Ey, es ist so stockfinster hier. Verfluchter Scheiß. Ey, das ist wirklich knapp bemessen hier. Komm, gib Gas, Junge. Weg da. Fahren wir einfach mal hier lang. Wir wissen ja jetzt ungefähr, wo wir hin müssen. Alter. Alles klar. Alles klar. Was soll ich tun? Ey, wie übertrieben ist denn das? Lol. Und ich kann nichts tun. Ich kann nichts machen, Leute. Alter. Ja, keine Ahnung. Ich habe ja noch gar keine Fähigkeiten mit dem Auto, ja. Das heißt, wenn man auf so Gegner trifft, stirbt man einfach, oder was?
Ey, wie übertrieben ist denn das bitte? Teile beschädigt? Ja, toll, super. Haben wir volle Punktzahl erreicht hier. Ja, wir gehen wieder drauf. Junge, steig doch mal aus hier, Alter. Nee, kannst vergessen. Kannst vergessen. Ich glaube, wir müssen hier erstmal eine Runde pennen gehen, weil anders bringt uns das überhaupt nichts. Wir müssen erstmal schlafen. Aber es geht wahrscheinlich nicht. Das... Oh Mann. Das ist schon wieder super. Das ist wirklich super. Wie soll man das jetzt machen, ohne von den Nachtsuchern erwischt zu werden, frage ich mich. Junge, steig ein. Wir bleiben mal auf der Straße. Ey, komm, Alter, wie soll ich denn das machen? Du musst die ja alle umfahren, glaube ich. Komm, 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 schnell wieder raus. Gott sei Dank, Glück gehabt. Oh, scheiße. Ja, das ist doch kacke. Ey, was ist denn das bitte? Das ist viel zu übertrieben. Wie werde ich die denn los? Ich kann auch nichts machen hier. Ja, ganz ehrlich, so langsam wie ich hier fahre. Ach kommt, Leute, das ist schon wieder was ich nicht verstehen muss. Ja. Das war's. Oh Mann, ey, echt. Es ist schon wieder so eine Szene hier, die ich nicht verstehen kann. Ja, du kannst auch nicht schlafen, ne? Also wir haben eigentlich so richtig die A-Karte gezogen. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist so oft sterben, bis es wieder hell ist. Weil anders können wir... Ja, wir können anders dem Horror hier nicht entgehen. Ein bisschen blöd. Und ein bisschen blöd gemacht, das wage ich auch mal zu sagen. Aber es könnte sein, dass es schon wieder hell wird. Dann fahren wir hier. Hier können wir die vielleicht auch ein bisschen umgehen. Alter, obwohl die überall sind, die Viecher. Alter, vor allen Dingen so langsam, wie wir auch fahren, ne? Wie soll ich denn schnell fahren, um die zu entgehen, wenn wir hier im Schneckentempo unterwegs sind? Ah, wieder umfahren. Ah, das war schon scheiße hier. Oh, Mann! Das gibt's doch nicht! Du blöder Pisser, Alter! Ich seh nix! Stirb, Mann! Ja. Da kommt schon wieder der Nächste. Ey, ich kotz ab! Ich kotz ab! Nein! Ja, können wir wieder sterben? Weil das ja so hier nichts bringt. Ey, das ist echt mega übertrieben, Alter. Und wieder bin ich so froh, dass wir nicht schwer spielen. Ah, das ist so übertrieben, also wirklich wahr. Wenn du nicht mal mit einem Buggy entkommen kannst. Na ja, gut, wir müssen das Ding erst tunen, glaube ich, dass wir weiterkommen. Och, Leute, kommt. Alter, wie lahmarschig das Ding ist. Neue Fahrerstufe. Ey, so lahm, wie wir hier fahren, schaffen wir das niemals pünktlich dort anzukommen. Guckt euch das mal an, das Schneckentempo hier. Geschweige denn da, das Ventil zu betätigen. Aber wir können eins machen, warte mal. Wir wissen ja ungefähr, wo es ist. Wir fahren direkt hier hin. Wenn wir da hinkommen, was schwierig sein könnte. Weil wir echt Riesenprobleme haben. Ey, und die Karre ist so dermaßen langsam. Ich drück voll rauf. Das ist das Schnellste, was die Karre kann. Leider. Oh nein. Man muss hier einfach total die Umwege fahren. Ey, wie viele sind denn von den Schatten, von den Nachtsuchern hier? Vor allem, wie schnell die auch sind.
Es muss unbedingt hell werden. Ja gut, die Karre ist jetzt zudem auch noch beschädigt. Da sind wir noch langsamer unterwegs. Aber das Reparieren mache ich, wenn ich Zeit habe. Junge, fahr doch raus! Warum sieht mich der jetzt trotzdem? Ich bin doch schon längst raus aus dem sein Radius. Ey, wir haben schon wieder bloß noch so wenig Zeit. Oh, Leute, ihr wollt mich verarschen, oder? Nun, kletter hier rüber, Mann. Ich laufe jetzt den Rest. Ich hoffe, das geht. Scheiße. Warum muss der unbedingt hier stehen? Schaffen wir nicht, oder? Wo ist die scheiß Tür hier? Hä, jetzt bin ich ja total falsch gelaufen. Och, Leute, kommt, Alter. Das ist doch kacke hier. Das ist doch scheiße. Wo bin ich denn jetzt? Hä? Das ist doch hier, oder nicht? Boah, das ist da in dem kleinen Pisshäuschen, Alter. Schaffen wir wieder nicht. Ja, vergessen. Müssen wir wieder neu starten. Müssen wir wieder neu starten. Naja, das ist so, wie es ist. Das wird wieder nichts. Leider. Das ist echt ärgerlich. Das ist echt richtig ärgerlich. Jetzt sind wir so gut vorangekommen. Jetzt stehen wir schon wieder hier. Oh, es wird wieder hell. Aber es dauert noch 3 Stunden, ehe die Schattensucher weg sind. Ich habe noch nicht ganz begriffen, wie ich die Karre jetzt reparieren kann. Junge, steig doch ein! Ey, er braucht 3 Stunden zum Einsteigen. Oh Mann, Nacht überlebt, Gott sei Dank. Jetzt können wir hier ganz entspannt umherfahren. Ey, die Karre ist mega lahm, Alter. Wie können wir denn das Teil reparieren? Wie können wir das Teil reparieren? Was anderes können wir eh noch nicht skillen. Wie kann ich das Ding reparieren hier? Warte mal, warte mal. Wir machen mal kurz eins. Kann ich das hier reparieren? Benzin benötigt. Und reparieren kann ich es nicht. Doch, hier. Das ist Ihr Buggy-Upgrade-Bildschirm, in dem Sie folgende Optionen haben. Buggy-Teile einbauen, reparieren oder ersetzen. Upgrades überprüfen und Aktionstasten. Aktive Upgrade zuweisen. Das Aussehen des Buggys. Okay. Ich möchte reparieren, bitte. Wo kann ich reparieren? Alles reparieren. 5-mal schrauben, okay. Okay, haben wir erstmal. Junge, steig einfach ein. Und jetzt gib Gas. Jetzt gib Gummi hier, Alter. Jetzt folgen wir nicht der Pipeline, jetzt fahren wir direkt hin. Und komm, diesmal müssen wir es auch schaffen hier. Jetzt ist das Ding hier auch mal wieder ein bisschen flotter unterwegs. Also gut, die Nächte sind echt brutal. Ich glaube, da muss man den Buggy erst ein bisschen ausgebaut haben, bis man hier wirklich sinnvoll nachts umherfahren kann und Punkte sammeln kann. Alles andere ist purer Selbstmord. So eine Third-Person-Sicht für einen Buggy wäre echt gut, weil du siehst manchmal schlecht. Hier aus der Ego-Perspektive ist es teilweise ein bisschen schwierig. Benzin sparen. Zum Fahren benötigt der Buggy Benzin. Die Benzinanzeige sehen Sie im HUD. Behalten Sie ihn immer im Auge. Wenn das Benzin zur Neige geht, finden Sie Nachschub in verlassenen Fahrzeugen und in Tankstellen, um den Buggy aufzutanken. Interagieren Sie mit dem Benzintank. So, Junge, steig einmal aus. So, und jetzt komm her hier. Boah, ich bin schon wieder total beschissen gefahren hier. Nein! Der will mich verarschen, Alter. Er zeigt mir nur die Pipeline an. Das gibt's doch nicht, oder? Das ist doch hier gerade richtige Verarsche. Das ist doch hier richtige Verarsche gerade. Na, das schaffen wir doch schon wieder nicht hier. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Will der mich jetzt verarschen? Ach, da hinten ist das, glaube ich, ne? Oh, Junge, komm, Alter. Ey, langsam wird's echt lächerlich hier. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ali, ich bin bei einer Art Pumpstation. Die Pipeline endet hier. Junge, steig aus. Dieser scheiß Alarm hört nicht auf.
Komm, 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 komm. Wo waren das? Wo waren das? Los, 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 los. Komm, mach das Ding hier. Na los! Alter! Ist das Hardcore? Puh, shit! Ey, das ist ja mal richtig übertrieben und brutal. Ey, das ist ja... Film ja die Worte. Mann, Mann, Mann. Das war heftig. Das war richtig heftig. Am Tage ist es doch deutlich einfacher wie in der Nacht. Aber jetzt hat man mal gesehen, wie heftig die Nacht hier sein kann. Selbst mit Buggy ist das wirklich ein blanker Horror. Aber gut, lieber nicht zu einfach. Plündern wir noch schnell. Und dann sind wir weg hier. Dann war noch mal ein Trüchchen. Schwer. Oh. Passt. Haben wir direkt offen. Alter, wir haben jetzt unter Wasser das Schloss geknackt. Oh, ein Schläger. Oh, der. Oh, warte mal. Der könnte ganz gut sein. 1051, wenn ich das richtig sehe. Da würde ich sagen, da schmeißen wir auf jeden Fall mal was raus hier. Wenn wir irgendwas Geeignetes haben. Ich glaube, einen Basie nehmen wir jetzt. Oder den Rasierer, weil wir haben eigentlich so viele Klingen. Nee, komm, den hauen wir weg hier. Den hauen wir weg. Okay, das tut man aber nicht hier noch was. Ah, nee, das haben wir jetzt reingeschmissen. Okay, dann passt es erstmal, glaube ich. Und hier unten ist hier noch was. Ich habe Angst, dass ich was vergesse, Leute. Aber noch eine Tasche. Allee, ich hab's geschafft. Aber hier war schon alles überflutet. Und jetzt warten wir einfach ab. Ja, es sollte nur noch eine Frage der Zeit sein. Dann ist alles okay? Besser als okay. Ich denke, du hast uns gerade den Arsch gerettet. Geh zurück zur Farm. Ich richte Yasir aus, dass du in Ordnung bist. Für einen Fremden. Vielleicht geben wir jetzt so ein bisschen mehr Vertrauen hier und können dann vielleicht ein bisschen mehr interagieren mit den Leuten und erfahren natürlich auch mehr Informationen, die ich unbedingt haben möchte. Denn die Story scheint hier sehr komplex und spannend zu sein. Ja, also wirklich, die Story, die fesselt mich so ein bisschen, auch wenn wir noch am Anfang stehen. Es ist alles momentan echt spannend. Leute, wir machen hier erstmal Schluss mit der Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es natürlich geil, wenn ihr einen Daumen hoch da lassen würdet. Schreibt mir ein Feedback, wie ihr das Spiel bisher findet. Was ihr so rausgefunden habt, ja gut, storymäßig will ich gar nicht wissen, ja, vielleicht einfach nur so, wie ihr das Spiel findet und ja, vielen Dank dafür schon mal, wie gesagt, lasst einen Daumen hoch da, abonniert mich, falls ihr das noch nicht getan habt, teilt dieses Video und dann hören wir uns in der nächsten Folge, tschüss!